Glaubt der Blubbermeister, grüße euch. Heute will ich euch meinen Tabak zeigen, damit ich einen Schatz zu bekommen von der Firma Vesuv. Wie der Vulkan. Das ist die Sorte Sorosso oder so ähnlich. Und das ist ein Tabak, der riecht sehr interessant. Leute, auch gerne die zitronige Note nochmal mögen. Das ist einmal Limette richtig raus, Minze und Zitrone. Das riecht so ein bisschen wie in dem Zwei-Bonbon, aber in der Richtung. Ne? Und zeige euch das mal hier. So sieht das aus. Fein vom Schnitt. Da hat er mir auch noch so ein schönes Logo gegeben hier von der Firma, dann ein Kärtchen, wo ich dann auch mal mein Feedback sagen kann und das mache ich auch, aber allerdings brauche ich den erstmal. Ich habe heute meine Emmail Giamor, dann habe ich einen speziellen gegossenen Tonkopf, der ist gegossen, deswegen, weil der Schott so wenig ist, habe ich. Ist ja ein bisschen niedrig, dass Schott zu wenig ist. Ist eben weniger Ölung drin, nur die Hälfte des normalen Kopfes. Und deswegen passt es ganz gut, dass der Schott da reinpasst. Man kann richtig gut mit drei Kohlen rauchen. Ich habe einen Kaminaufsatz, da habe ich drei Bekokus. Ja, Bekokus sind das. Und ich rauche mal an. Auf jeden Fall hat der Tabak viel Eigengeschmack. Wenn ihr den raucht, merkt ihr sofort am Mundstück, weil ihr das abputzt. Diese Süße, die Zitronige, kommt sofort da drauf, obwohl ihr nie angepackt habt. Er schmeckt angenehm nach Limette. Dann, wenn ich es in der Beschreibung drin ist, dann schmeckt er auch nach Pfefferminze, nicht nach Menthol, nicht nach Minze, dann kommt die Zitrone. Das ist ein sehr gutes, harmonisch abgestimmtes Geschmackerlebnis im Mund. Angenehm, er kratzt sich, er drückt nicht. Er ist sogar sehr frisch im Rachenraum. Die Kohlen sind gerade mal ein paar Minuten drauf. Ihr seht, wie schön der raucht schon jetzt. Ob der Tabakizze verträgt, kann ich euch nicht sagen, weil ich nur diesen Shot habe. Das kann ich vielleicht später euch schreiben, meine Seite, ob er das durchgehalten hat und wie lange das bisschen da ausgehalten hat, was ich bekommen habe. Das sind mal, ich weiß nicht, das sind 20 Gramm oder so. Besteuert mit 1 Euro, muss ja machen. Die Steuerbanderole draufsetzen. Also, er schmeckt gut. Sehr gut. Nicht übertrieben, nicht dieses von Alfacha, da gibt es ja auch so einen ähnlichen Zitronentabak. Der schmeckt anfangs so rau, also rau im Mund und dann kommt der Geschmack erst. Hier kommt der Geschmack sofort. Sehr schön. Jetzt kommt der Rauch, seht ihr, Leute. Und mein Fazit ist, der Tabak von Vesuv, wie der Vulkan, das sind hier 20 Gramm, wie ich richtig geschätzt habe, schmeckt sehr gut, ist sehr gut vom Schnitt, er ist feucht genug. Und falls ihr ihn kaufen wollt, den könnt ihr momentan nur bei Shisha Deal oder bei anderen
Online-Shisha-Shops bestellen. Da kostet der 16,90 Euro. So wie ich gesehen habe, ist das nur 200 Gramm Dose. Also es lohnt sich, den Tabak zu kaufen. Ich werde jetzt den Shot zu Ende rauchen, genüsslich, und werde es mir gut gehen lassen den restlichen Tag. Dann bedanke ich mich bei euch und wünsche einen schönen Tag. Bedanke mich auch noch Leute, die auf Facebook, Instagram und YouTube mich abonniert haben und ein Gefällt mir drauf gesetzt haben. Grüße noch alle, die mich kennen aus den Shops, wie zu Apples Gladbeck, vor Shisha Gladbeck. Ich sage mal dann, ciao!